Hi Leute, das ist Sanu hier. Ihr kennt wahrscheinlich die Variante mit einem, wenn man ein hohes SAD-Level hat, über 1000, dass man dann mit einem zweiten oder dritten Charakter, den man sich erstellt, einfach sich boosten lassen kann auf 30. Die Story New York durchspielt komplett oder sich ziehen lässt von 30 auf 40, dann die SAD-Uhr bekommt und die restlichen Punkte, die dann übrig bleiben, in die Plünderpunkte investiert, um damit an Ressourcen zu kommen, um die dann ins Expertise zu stecken, um das Know-how-Level hochzuballern. Da ihr für die Items aber auch Ressourcen braucht und unter anderem auch exotische Komponenten, gibt es eine Variante, die ähnlich ist wie die, nur extra auf exotische Komponenten abzielt. Wenn ihr wissen wollt, wie man damit Exo-Komponenten farmt, dann bleibt dran. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut auch mal bei mir auf Twitch vorbei. Wenn ihr Energy Drinks mögt, dann probiert doch mal das Trial Pack von Holy Energy aus. Das sind 4 verschiedene Sorten, die ihr austesten könnt. Das Ganze so ohne Zucker, ohne Taurin, ohne Bullshit. Ich find's gut und mit meinem Code könnt ihr sogar noch ein bisschen was sparen. So, und damit das Ganze funktioniert, müssen wir ein paar Sachen beachten. Ihr braucht definitiv ein paar Verschlussgehäuse-Komponenten. Pass auf, das sind die hier. Quasi, wenn ihr Waffen zerdrückt, müsst ihr gucken, dass ihr auf jeden Fall eine gewisse Anzahl habt, wenn ihr das ganze Prozedere durchführt. Das gleiche gilt für den Schutzstoff. Das bekommt ihr, wenn ihr über Ausrüstung, wenn ihr die zerkleinert. Und ansonsten ja, braucht ihr noch ein bisschen Keramik und Titan. Weil das, was wir gleich machen, ist dieses Projekt hier, in dem Wasser gespendet werden muss, Verschlussgehäusekomponenten, Schutzstoff gespendet, Keramik und Titan gespendet wird. Und das Ganze läuft einfach so ab. Ich erkläre es euch, ihr werdet die Aufrüstung sehen, während ich spreche, und danach zeige ich euch den kompletten Ablauf, wie das Ganze funktioniert, von Anfang bis Ende. Ich muss meinem Freund Danzone danken, der das Ganze ja ausgiebig mitgetestet hat und das Ganze ja quasi aufgenommen hat und mir zur Verfügung stellt, dass ich das Gameplay von ihm zeigen kann. Und ja, wir fangen damit an, dass wir einen neuen Char erstellen und den bis zum Weißen Haus spielen. Und Stufe 1 ab, bis zum Weißen Haus spielen. Und dabei tut ihr dem Storyverlauf folgen. Und es gibt natürlich alles, das was ihr skippen könnt. Skippt ihr, weil es einfach schneller geht. Und dann rennt ihr an den Tisch hier vorne und holt euch den Scan-Impuls. Die erste, die Fähigkeit, die ihr aussuchen könnt, die ihr bekommt, die nehmt ihr den Impuls. Und ja, danach könnt ihr euren Charakter schon auf Stufe 30 boosten. Da man für das Projekt noch Wasser braucht, ne, wir sind eben durchgegangen mit die anderen Sachen, die ihr benötigt, die ihr vorab besorgt haben solltet, braucht ihr halt noch Wasser. Und das Wasser bekommt ihr ganz einfach, wenn ihr ins Lincoln Memorial den Checkpoint nehmt, also direkt an die Mission, Lincoln Memorial, euch rumdreht und zu einem Wasserspot lauft. Ihr seht es aber nochmal in dem Gameplay dann, dass ihr genau wisst, wie ihr zu laufen habt und was ihr da genau einsammelt. Da stehen 12 Tonnen rum mit 250 Wasser. Das reicht dann auf jeden Fall zum Spenden. So, und mit dem Scan könnt ihr euch natürlich noch zusätzlich umschauen und könnt sehen, ob da unten noch Gegner rumlaufen. Alles, das soll ja alles relativ zügig vonstatten gehen. Wenn ihr das ganze Wasser eingesammelt habt, portet ihr euch zurück zum Weißen Haus und dann kauft ihr die Blaupause. Es gibt eine ganz spezielle Blaupause, wenn ihr einen neuen Charakter hochmacht, wo quasi die Ressourcen charakterübergreifend für alle gelten. Das ist quasi auch die andere Variante, die wir gemacht haben, um ein bisschen die Plünderpunkte zu bekommen. Deswegen war, na, jetzt haben die das natürlich gepatcht, haben die das eh erhöht. Aber es war ja so, dass quasi sich die Anzahl der maximal möglichen Ressourcen sich erhöht hat, aufgrund der Charaktere, die man miteinander kombiniert hat quasi. Also wenn man den zweiten Charakter hatte, hat diese Blaupause gekauft, dann haben die Ressourcen verschmolzen. Und ist das ähnliche Prinzip. Ne? Deswegen könnt ihr halt da auf die Sachen zugreifen und könnt dann das Projekt ins Projekt reinspenden. So, kauft halt, müsst halt hier dann die entsprechende Blaupause dafür kaufen. Die ist dann verfügbar. So, danach könnt ihr natürlich das, ihr habt dann alles zusammen, könnt dann auf Projekte gehen, könnt das Projekt beenden, bekommt diesen exotischen Behälter
Nehmt die, das exotische Teil raus, drückt es klein und ihr habt die exotische Komponente. Und das Ganze dauert maximal 10 Minuten. Maximal 10 Minuten. Fest. Wo ihr genau planen könnt und wisst, so bekomme ich eine Exo-Komponente. Es gibt natürlich noch eine andere Variante mit der D50 und Kendras Freiheit, also der Liberty Pistol. Dauert ungefähr eine gute Stunde. Und das hier ist, ja, deutlich effektiver. So, aber wie gesagt, das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß an alle, die das nutzen möchten. Und ja, jetzt im Anschluss kommt das Gameplay noch, wo ihr genau seht, wie das Ganze abläuft. Aber ich bin raus jetzt. Macht's gut. Danke euch. Ciao. Mission hervorgehoben. Zur Markierung vorrücken. Hier drüben! Agent! Ich bin am Tor! Agent! Mir nach! Ich brauche Verstärkung! Springen Sie drüber! Verlaufen! Feindliche Bedrohung geortet. In Deckung! Hier sieht's nicht gut aus! Agent! Wir müssen da runter und ihm helfen! Es wird schon wieder. Der Ausbruch ist nun schon 7 Monate her. Wir fürchten uns weiter vor dem Virus, dem grünen Gift. Doch die echte Gefahr lauert da draußen. Und wartet. Eingehender Alarm auf dem Shade-Notfallkanal. Höchste Priorität. Die Operationsbasis wird angegriffen. Feinde sind von Süden her in den Sektor eingedrungen. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Wiederhole, sofortige Unterstützung von allen Agents in der Nähe. Du kannst aufhören, auf ihn einzudreschen. Der ist mausetot. Ich will nur, dass jeder kapiert. An alle Regierungsmitarbeiter, das Weiße Haus wird angegriffen. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Ein Division-Agent bewegt sich nach Norden, Richtung Weißes Haus. Er scheint eine Gruppe Hyenas dezimiert zu haben und ist jetzt unterwegs. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Come on.
Ach übrigens, Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können. Wir können Ihnen etwas Neues beibringen. Welche Fertigkeit interessiert Sie? Bis später. Agent, haben Sie Zeit? Kommen Sie zum Weißen Haus. Ich arbeite an neuer Ausrüstung und könnte Hilfe gebrauchen. Auf ihn!